Ihr wart ja bei Jimmy Kimmel als erste deutsche Band. Wie krass aufgeregt wart ihr davor? Habt ihr euch da irgendwie besonders drauf vorbereitet oder habt ihr euch gedacht, da gehen wir einfach rein, so wie jede andere Show davor auch? Das ist jetzt gar kein Ding, oder? Ich glaube, wir haben, als wir da waren, gar nicht so richtig abgerafft, dass wir jetzt bei Jimmy Kimmel sind. Weil, ja, es war alles... Es war halt mega schnell und es war auch in so einer allgemeinen Rutsche. Also wir waren ja da in Amerika so jeden Tag eigentlich in einer anderen Stadt und haben irgendwie voll viel gemacht und dann war es irgendwie... Ist das jetzt nicht so, weil es ist ja letztendlich auch nur eine TV-Produktion und so arbeitstechnisch ist es dann jetzt irgendwie nicht rausgefallen aus dem restlichen Programm. Ja, sodass wir uns da jetzt nicht so gefühlstechnisch so, oh jetzt kommt was, das ist krass. Kam ja eher danach. Kam erst, als es dann rausgestrahlt wurde und dann war es zu spät. Naja. Ihr selbst seid ja über YouTube groß geworden. Verfolgt ihr da auf YouTube gerade irgendwie auch so was aktuell, was es da an neuen Bands oder Musiker gibt, wo man sagen kann, okay, das sind die nächsten Großen oder das finde ich richtig gut und da ist Potenzial da? Und wenn ja, wen? Ja, immer. Also YouTube ist so ein Daily-Ding von uns, würde ich behaupten. Also ja, wenn wir immer Musik und suchen und finden und wir beide, Clemens hat letztens Welcome Miski haben wir da kennengelernt, darüber oder über YouTube quasi. Auf YouTube kennengelernt. Eine enge YouTube-Freundschaft. Ich glaube, die könnten auch noch ganz reich werden, die sind geil. Die sind gut, aber wir gucken auf jeden Fall viel rum. Aber auch viele alte Sachen, da ist ja alles, da gibt es ja, keine Ahnung, Live-Konzerte von 69 bis 2000. Schieß mich tot. Es ist halt wie so eine Bibliothek, so eine Bücherei. Eine riesengroße Bibliothek, und das ist schon ziemlich geil, finde ich.